So, jetzt haben wir schon kurz nach 10. Das Zoom-Meeting hat morgen über eine Stunde gedauert. Wetter? Okay. In der Bay Area soll es ähnlich aussehen. Ich muss mich jetzt fertig machen. Ich habe einen Flug mit dem Paul, 3 Stunden mit dem Kase und dann die Tour. Ich bin sehr gespannt. Ganz schöner Krach hier. So, es geht los nach Hayward. Die Luft steht ein bisschen und ich habe gesehen, dass ich den normalen Weg, also den kürzesten Weg nach Hayward, kann ich zurzeit nicht fahren wegen dieser komischen Construction-Zeit. Und von daher muss ich den anderen etwas längeren Weg fahren. Wenn ich den nur ursprünglichen Weg fahren würde, würde ich über 1,5 Stunden brauchen. Und der andere 1:20 Stunden. Das heißt, ich komme wieder gerade so pünktlich, wenn ich Glück habe. So, hier rechts, also ich fahre die Strecke, die ich sonst immer durch die Orchards gefahren bin. Wein, neuer Wein. Hier links sieht man, dass die Mandel, hier, das sind Walnussbäume, dass die noch komplett kahl sind. Das dauert ja auch immer ein bisschen länger. Allerdings die Walnussbäume ebenfalls noch. Keine Spur von Blüte. Beziehungsweise ein bisschen hier und da sprießen die ersten Knospen. Aber natürlich weit entfernt von ihrem weißen Blütenkleid. So, mein Navigationsgerät sagt mittlerweile, ich komme 5 Minuten zu spät. Das ist natürlich nicht gut. So, und ja, der Chris, der Boss, mehr oder weniger, hat mich gerade angerufen. Beim einen Helikopter, der spritzt ein bisschen Öl raus an der Tail Rotor Gearbox. Und das habe ich dann vor dem Flug komplett abgewischt und nach dem Flug war es wieder voll. Es ist ja komisch, dass das dem Typen nach dem Flug nicht aufgefallen ist, denn normalerweise soll man das nach dem Flug ein bisschen checken. Und er meinte ja, dass in dem Window, da ist so ein kleines Window, Fenster, wenn da kein Öl mehr zu sehen ist, dann ist da auf jeden Fall zu wenig Öl drin. In Hillsborough habe ich was anderes gelernt. Da hieß es, wenn man den Tail ein bisschen nach unten drückt und den Helikopter halt ein bisschen in die Nose-Up-Position bringt und dann füllt sich das wieder, dann ist da genug Öl drin. Also, der meinte ja, das wäre dann genug, um not to kill you, mehr oder weniger. Oder das ist das, was er sagte. Und in Hillsborough hat man gesagt, ja, das reicht. Keine Ahnung. So, ja, wenn ich in der Schule bin, muss ich erstmal den Füllstand checken. Und wenn da nichts mehr drin ist, dann ja, kann man das Ding nicht mehr fliegen. Fantastisch. Aber wieder nur ein R22 da. 2 Minuten zu spät. Der Student hat bereits angerufen. Er hat sich leichte Sorgen gemacht, ob ich überhaupt auftauche. Aber alles gut. Hier ist natürlich ein bisschen bewölkt, aber kein Problem. Es ist windstill und ja, Ceiling hoch genug. Alles wunderbar. Auf geht's. So, 6:30 mittlerweile und der ganze Tag ist vorbei. Gerade hatte ich meinen ersten Tourflug mit 2 kleinen Chinesen, die Valentinstag gefeiert haben. Aber nicht, wie man denkt, Männlein, Weiblein und so wie ich dachte, nein, 2 Weiblein. Ja, mit riesigen Blumensträußen haben die sich da in den Helikopter gesetzt und boah. Ja, Glück war der Sonnenuntergang ganz schön. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Zeit, ob ich zu lange unterwegs war oder nicht. Aber ich glaube, ich bin genau richtig geflogen. Weiß ich aber jetzt nicht gerade nicht so genau. Ist aber auch egal, werde ich mal morgen erfragen. Und ja, also das Landen auf diesem Pad, ne? Also ich glaube, beim 2. oder 3. Versuch habe ich es dann geschafft. Ich habe das dann erklärt mit ein bisschen Lögen, Wind und so weiter. Ja, also das ist noch nicht so hundertprozentig und sieht noch nicht so geil aus wie beim Jacob. Aber der hat das ja auch schon 100 Mal gemacht und ich erst 3 Mal. Also alles gut. So, jetzt habe ich noch einen Schlüssel aus dem Helikopter, den habe ich da vergessen. Und dann kann ich nach Hause. Wir haben auf jeden Fall Stau. Ich brauche wieder über 1,5 Stunden nach Hause, aber es ist wahrscheinlich in der Construction-Zeit. Es geht mir so auf den Keks. Also die nächsten Wochen wird es wahrscheinlich bei Stau bleiben, denn die arbeiten eine Weile dran. So, ich bin wieder zu Hause. 7:40 tanken war ich noch. Heute gibt's Pommes mit Currywurst.
Und ich habe meine Banane nicht essen können und ich hatte keine Zeit. Ich habe nur ein Granola-Bar, einen Müsli-Riegel gegessen. Und das war's. Also die höchste Zeit, was Warmes in den Magen zu bekommen. Auf geht's. So, das war lecker. Und ausreichend. Aber die Lena hat keinen Apfelsaft gekauft, keine Cough Drops gekauft. Klopapier? Oh, sie hat Klopapier gekauft. Immerhin. Nice. Luxury. Was heißt Luxury? Luxuriös. Luxuriös. Klopapier. Ja, ich brauch's nämlich luxuriös. Mindestens 2-lagig, besser 3-lagig. Soft und strong. So, ich blende mal ein Foto ein vom heutigen Instrumentflug. Denn da muss man ja so ein Goggles tragen oder halt so eine Brille, die ihr gerade gesehen habt, die da verhindert, dass man nach draußen gucken kann und irgendwelche Referenzpunkte, Horizon oder so weiter hat. Man soll sich ausschließlich auf die Instrumente konzentrieren können, beziehungsweise ausschließlich die als Referenzpunkte nutzen können. Nur dann zählt es als Instrument Approaches und da braucht er noch 3, um cool zu bleiben. Ja, er hatte seine eigene Brille mitgebracht. Also wir haben an der Schule auch so einen Hoodie, den setzt er auf und das Schirmteil ist halt so ein halber Schirm. Sieht auch total bescheuert aus. Und Hausbonbons gekauft. Ah, hast du? Ja. Oh, okay, hat die Lena was gekauft. Aber Apfelsaft? Nein. Orangen gepflückt? Nein.